Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, ich habe umgeschaltet auf den Jäger, wollte ich gerade sagen, auf den Spitzel, den wir verfolgen müssen. Er kann tagsüber um den Hafen von Jajaraya gefunden werden. Das heißt, da werden wir uns jetzt erstmal hinbegeben. Ich würde ja am liebsten immer alle eliminieren. Ne? Wenn da schon steht, eliminiert, dann zuck ich schon innerlich auf meine R1-Taste, damit ich den dann erledigen kann. So, jetzt ist die Frage, das hier soll der Ich bin Hafen zu nah sein? am Hafen. Ich sollte gehen und später wiederkommen. Das ist der Hafen. Der Spitzel muss hier irgendwo sein. Was siehst du, Sadiki? Wieso soll ich dann gehen und später wiederkommen? Ist der das? Das könnte der Jetzt. Spitzel sein. Hey, hast du den Verstand verloren? Bist du dumm oder was? Ey, ich komm nur da runtergesprungen. Da hast du den Verstand Meine verloren. Notizen heute. Ich sollte gehen. Es ist fast Zeit. Das passt. Halt. Jetzt nicht aus dem Blick verlieren und ungewollte Aufmerksamkeit meiden. So viel denn dazu? Mann, der hat mich. Ach so, er hat mich gesehen. Moment, Moment, Moment. Er hat mich gesehen und deswegen ist das jetzt fehlgeschlagen. Oder was wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Ich denke, ich soll den verhören. Und dann auf einmal hat er mich gesehen, habe ich gedacht, okay, dann schlage ich halt zu. Ja. Kann ich hier irgendwie meditieren? Hallo, du sollst untertauchen. Da kann ich doch immer bei meditieren, ne? Genau. So, ich möchte dann noch mal meditieren für den nächsten Tag. Junge, wenn ich untertauchen möchte, dann möchte ich nicht da drauf stehen, sondern dass du dich hinsetzt. Alter, kann das wirklich so schwer sein, wenn man Y drückt, dass der das macht? Wie ist das bitte programmiert? Ja, anscheinend ist es so schwer. Boah, ey. Hi. der müsste doch. Lass deinen Blick schweifen. Ist er dann nicht am gleichen Platz wieder? Das ist jetzt die Frage. Ich sehe ihn jetzt so noch nicht. Ich werde mal erstmal hier untertauchen. Ah, da hinten ist. Ah, okay. Mal schauen. Versuch Ich Nummer sehe zwei. dich. Dann leite mich zu dem, was ich wirklich suche. Um mich loszuwerden, musst du dich mehr anstrengen. Ich habe nämlich einen Vogel. Nein! Komm, Och. Komm, wo bist du? Was war das? Es ist noch nicht vorbei. Vorsicht! Was ist noch nicht vorbei? So einfach wirst du mich nicht los. Nö, vor allen Dingen, ich sehe dich ja. Schaffen wir uns einen Überblick. So. Habe ich dich doch glatt aus den Augen verloren. Nee, hast du nicht. Du Der läuft direkt wohl, vor du dir. wärst mich los. Er setzt sich doch wieder dahin, oder? Was war das denn gerade? So, was macht denn da? Die Frage ist, kann er mich sehen, wenn ich hier oben drauf bin? Und die nächste Frage ist, läuft er einfach immer hin und her oder macht er auch irgendwas Spezielles? Weil es war ja jetzt noch nicht so aufschlussreich gerade. Wo bist du denn hin?
denke mal, ich muss dahin. Frage ist, warum steht er jetzt da? Wo geht er jetzt hin? In die Richtung? Du siehst mich nicht, wenn ich hier oben hocke. Du siehst mich nicht. Okay. Geht mit der Wache darunter. Ich bin da. Ich denke mal, das ist Sperrgebiet, oder? Ich muss hier irgendwie... Kann ich da hochklettern, um dem zuzuhören, oder? Ich habe neue Informationen. Ja, das ist gut. Ich muss trotzdem erstmal näher rankommen. Komme ich denn da so nah ran, dass ich dem zuhören kann? Oh, das kann ich jetzt nur am Boden, oder was? Ich habe neue Informationen. Ach, da hinten ist was zum Sitzen. Okay. Aber hier sind zwei Wachen. Frage ist, kriegt der mich, wenn ich mich da jetzt runterlasse? Ja, und das kann ich auch nicht von hier oben aus machen. Moment, Moment, dann machen wir es mal eben anders. Ja, lass dich doch mal runter, komm. So schwer ist das nicht. So. Zurück! Verschwinde! Komm. Hey, das ist nah genug. Das stimmt. Wache! Hier ist ein Mord geschehen! Hilfe! Ach, leck mich. Schnell weg hier. Ich habe neue Informationen. Guckt er mich jetzt gerade an? Ja, er guckt mich gerade an. Oh, ich hasse es! Lalala. Ich tauche mal hier unter. Na, das meinte ich nicht mit untertauchen, Leute. Macht doch einfach mal das, was ich drücke, Leute. Boah. Was hast du für mich? Außer dem Sklavenjungen, von dem ich dir schon erzählt habe, schnüffelt noch jemand in Jajaraya herum und stellt Fragen. Ist es der, den wir schon gemeldet haben? Dieser Unruhestifter Beshi? Es ist ein anderer. Niemand scheint irgendwas über ihn zu wissen. Was soll das denn? Ich habe Briefe für den Anführer und du vergeudest meine Zeit. Komm zurück, wenn du einen Namen hast. Mhm. Hey! Was denn? Bestiehl den Soldaten. Er ist hinüber. Noch jetzt läuft da tatsächlich so eine blöde Trulla rum. Hey, was? Moment! Die beiden haben Informationen für jemanden namens Doğan bin Arslan gesammelt. Doğans Gehöft wird schwer bewacht sein. Ich sollte zu Ali zurückkehren und den nächsten Schritt besprechen. Nein, das war überhaupt nicht schwer bewacht. Wir haben das ja schon alles hinter uns gebracht. Und ich schätze, wir müssen es dann auch wieder neu machen. Gut, wir sollen jetzt zu Ali und mit ihm sprechen. Ich schau mal eben...
Da hinten finde ich nur das, wo ich die Münze für brauche, die ich ja nicht habe. Ali ist jetzt direkt in der Nähe. Die Frage ist, komme ich da jetzt so hin oder finde ich eventuell unterwegs sogar... das ist kein Poster, ne? Nee, das ist was anderes. Wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Ich nehme mal an, die Tür ist der Eingang. Okay. Endlich kommst du zurück. Was hast du getan? Was ich tun musste. Sieht so deine Freiheit aus? Ich folge weder eurem Credo, noch schulde ich den Verborgenen Rechenschaft. Das ist der Preis des Krieges. Beshi sehe das anders. Beshi führt diesen Aufstand nicht an. Er tut das seine und ich meinen Teil. Doch genug. Was hast du herausgefunden? Die vermissten Sklaven wurden auf Befehl eines Doan bin Arslan verschleppt. Etwas Großes wird bald passieren. Ich weiß nur nicht was. Aber ich. Der hier sagte, dass meine Männer verhört und dann von ihrem Anführer bei der Villa hingerichtet werden. Ali, der Spitzel, kannte Beshis Namen. Sie suchen nach ihm. Sollen sie suchen. Befreie meine Männer. Ich bereite den Angriff auf die Villa vor. Triff mich beim Gehöft, wenn du fertig bist. Ja, triff mich beim Gehöft, wenn du fertig bist. Ich bin aber noch nicht fertig. Ich brauche immer noch ein Poster. Das heißt, ich werde mich mal eben um das Poster kümmern. Und wenn ich dann damit fertig bin, oder kann ich einfach so... Obwohl, da habe ich dann ja auch schon... Aufruhr... Ah, Moment, da ist ein Poster. Wo? Da hinten ist einer mit Schlüssel oder irgendwas, keine Ahnung. Lass mich raten, das Poster ist jetzt genau bei denen... Nee, das ist hier. Ja, geht mir doch nicht immer auf die Nerven mit euren verbesserten Hilfsmitteln. Schlecht getroffen. Genau, schlecht getroffen. So, jetzt können wir zum Zielort gehen. Ja, ich würde sagen, ich treffe euch dann gleich dort wieder. Glocken euch die Bewegungen der Planeten? Oder es ist direkt um die Ecke. Okay, wir wissen ja, dass hier... Jetzt sind hier neue Wachen. Das muss das Gehöft sein, wo Alis Männer festgehalten werden. Ja, es sind neue Wachen. Na, bleib hier. Warum sind jetzt noch mehr Wachen hier? Moment, da hinten ist einer festgehalten worden. Alter. Du hörst ja wohl, wovon ich pfeife, oder? Komm her. Was? Ich weiß nicht. Ich könnte auch noch mal eben machen, oder? Der da hinten, 2 Kilometer entfernt von mir, der hat mich jetzt gehört. Aber der Typ, der direkt vor mir sitzt, der hat mich nicht gehört, oder was? Ernsthaft? Ja, komm. Das wäre ein gutes Versteck. Ja, wenn du mal kommen würdest. Wohin? Hey! Wenn du mich suchst, ich bin immer in den Büschen. So, was ist mit denen da hinten? Ich meine, das sind keine Soldaten, ne? Da sind aber Soldaten davor. Es läuft hier auch noch einer rum. Ernsthaft? Was war das? Komm her. Keinen Moment, den habe ich nicht. Ich muss mich hier ein bisschen beeilen. Oh, ich hätte den anderen auswählen sollen. Hey.
muss mich ein wenig beeilen, weil hier sehr viel mehr Wachen sind, als sie vorher waren. Komm her, mein Kleiner. Ihr sollt aber nicht zu zweit hier rumlaufen, ihr dummes Pack. Du gehörst mir! Alles in Ordnung mit dir. Wieso konnte ich den jetzt nicht anvisieren? Das war die falsche. Ich wollte pfeifen und nicht... Komm her, mein Großer. Eine Runde kuscheln. Was? Kuscheln im Kornfeld. So, war hier noch irgendwo einer? Meine Stimme versagt auch schon. Ich bin hier schon ganz aufgeregt. Ich muss hier die Leute befreien. Ich glaube, hier ist keiner mehr, oder? Und der, zack. Allah sei Dank. Wir dachten, wir wären tot. Hol mich hier raus. Ali, ja, lauf doch. Außerhalb des Gehöfts. Spute dich. Ali, der Sohn der Witwe ist nicht hier. Nee, der ist bestimmt da drin, nehme ich mal an. Okay, aber wir haben zumindest schon mal zwei Leute befreit. Das ist doch auch schon mal was, ne? Ich meine, wir machen das hier peu à peu und... Achso, das ist, glaube ich, keiner von denen, ne? Nee. Oben ist noch einer, der gefangen gehalten wird. Die Frage ist, laufen hier noch Wachen drumherum? Da unten steht noch einer. Scheint sich aber gerade nicht zu bewegen. Hat nämlich keine Lust, jetzt überrascht zu werden. Ich weiß ja nicht, was mit denen allen ist hier, die ich schon getötet hatte. Ob die jetzt alle weg sind und durch die hier alle ersetzt worden sind oder was? Keine Ahnung. Ich mach mal lieber auf Nummer sicher. Ich bin mir nämlich nicht so sicher. Deine Mutter wartet auf dich. Ich gehe noch nicht zurück. Die haben meinen Vater ermordet. Ich kämpfe mit den anderen. Du bist tapfer. Gut. Geh zu Ali, vor dem Gehöft. Das waren alle. Ich sollte jetzt zu Ali. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken? Musste der jetzt hier gerade wieder reingelaufen kommen? Alter! Hat er sich vertan in der Tür oder was? Sonst war hier keiner, ne? Können wir den letzten auch nochmal eben umbringen, wieder auffüllen, oder? Da steht hier nur so blöd da drunter. Moment, da muss ich erstmal eben... Echt jetzt? Na, wenn er schon zu blöd dazu ist, komm. Bevor ich jetzt hier noch entdeckt werde, ich wollte es eigentlich nur noch mal auffüllen. Sonst ist aber hier keiner mehr, ne? Na, ich weiß nicht, ob die mich jetzt hier verpetzen, deswegen... Das müsste doch auch gleich ausgehen, oder nicht? Ja, hier ist wieder raus. Okay. Leute, ich habe alle gefunden, die ich finden sollte, wollte, wie auch immer. Yeah! Ja! Ja! Wieso? Hallo, ich dachte, ihr sagt jetzt alle, Basim ist groß. Ihr Schweine. Sind alle da? Doan bin Arslan wird jetzt sterben. Wir warten nur auf dich. Immer wenn ich Kaffee trinken will. Ich bin bereit. Gehen wir. Sie raubten euch aus eurer Heimat, wo ihr frei wart. Und brachten euch her, um als Sklaven auf ihren Feldern zu sterben. In Asharkia schlachteten sie unsere Brüder wie Hunde. Jetzt wurden noch mehr von uns verschleppt. Nein! Es reicht! Ich versprach euch ein neues Leben. Ich gab euch mein Wort. Jeden Tag schließen sich uns mehr an. Von den Kleinsten in Bagdad bis zu den Größten. Allah ist mit uns. Unser Kampf ist rechtschaffen.
Gerechtigkeit ist unser Schicksal. Allah ist groß. Allah ist groß. Es gibt keinen Gott außer Allah und Allah ist groß. Leute, die habe ich schon mal alle umgebracht da hinten. Es gibt keinen Gott außer Allah. Da ist niemand mehr. Ja gut, wahrscheinlich sind jetzt wieder neue Waffen da, ne? Stürmt ihr mal durchs Haupttor. Ich mach's so wie immer. So, stürmt ihr mal da rum. Lalalala, töte Dogan und seine Wachen. Das machen wir. Aber wir gucken erstmal, ob wir hier noch irgendjemanden sehen. Dann weißt du, dass ich dein Ende bin. Andere werden kommen. Euer Aufgabe. Schieß den Feigling da runter! Ich kann hier Hilfe gebrauchen. Stirb! Nein! Nun kannst du ruhen. Gut aufgepasst! Warte! Feiglinge, fliehen! Du bist jetzt unser Bruder! Moment, Moment, ich muss erstmal einsammeln hier. Dogans Befehle. Dogan, ich erwarte einen vollständigen Bericht über deine Fortschritte in dieser Woche. Hilft mir denn niemand? Lest es euch selber vor, ich muss mal eben hier die Leute wieder retten. Jetzt macht ihr das selber, oder was? Wollt ihr mich jetzt hier... Sauerei! Jetzt legt ihr doch mal ab. Ich habe die falsche Taste gedrückt. So. Uno. Achso, sprich mit ihm. Achso. Wenn sich dieser Sieg herumspricht, werden sich uns viele anschließen. Doan bin Arslan hatte Befehle bei sich. Er sollte im Nadin der Befehlshaber in Asharkia Bericht erstatten. Seine Vorgesetzten dort könnten die Hinrichtungen befohlen haben. Stehen da Namen? Nur Decknamen. Aroch und Ella Eshma. Nur der Orden benutzt solche Namen. Ich gehe zu diesem Nadin und sehe, was ich finde. Ich wünsche dir Glück. Ich muss zurück und auf Beshi warten. Sei vorsichtig, Ali. Ab jetzt macht der Kalif Jagd auf euch beide. Wenn man wirklich frei sein will, kann man sich nicht vor allem verstecken. Ich sollte zum Nadin der Befehlshaber in Asharkia. Ja. Also das Gehöft und seine Wachen kannten wir ja noch von der Folge davor, war es, glaube ich. Oder was die Folge davor? Ich bin mir jetzt gerade... Nee, die Folge hiervor. Wo ist die Katze, die ich beim letzten Mal nicht streicheln konnte? Komm her, Kitty. Lass dich streicheln. Warum willst du dich jetzt nicht streicheln lassen? Böse Miezekatze. Böse Miezekatze. So, wir essen erstmal. Wo ist denn die andere? Die war doch hier oben. Kätzchen? Oder? Oh, zwei Katzis. Ah, hallo. Und rennt der einfach wieder weg? Sonst Katze streicheln. Los, Katze streicheln. Katze, Katze. Katze, ich will alle Katzen streicheln und ich kann nicht. Ihr Schweine. Oh, okay. Nee, der Welt brauche ich nicht nachzuschauen. Ich wollte eigentlich hier nachschauen. Hallo, ich will mich bewegen. Ah, ist jetzt ein Haken dran. Okay, also muss ich nicht mehr zu der Mutter zurück oder sowas und ihr Bescheid sagen. Ja gut, das ist doch schön. Das heißt, dass wir wahrscheinlich ja bald mit der Aufgabe fertig sind. Hier sind sogar auch nur zwei. Es kann sein, dass hier nochmal so ein Dreier-Ding kommt. Allerdings wahrscheinlich werden es nur die beiden sein. Was haben wir hier? Sollte sich mit Dogan treffen. Und das war das, was wir jetzt machen sollten. Erstattete Ordensmitgliedern Bericht. Finde die Ordensmitglieder, die sich im Nadin der Befehlshaber treffen. Lesen. Ach, ja, super. Das haben wir nämlich eben gefunden. Das kann ich euch dann doch nochmal vorlesen. Dogan, ich erwarte einen vollständigen Bericht über deine Fortschritte in dieser Woche. Aishma interessiert sich besonders für den Frieden, der kürzlich in Jajaraya Fragen stellte. Den Fremden, nicht den Frieden. Ich schlage vor, du gibst dir besonders viel Mühe, um Antworten zu liefern, um deiner selbst willen. Al-Aishma schätzt es noch viel weniger als ich, enttäuscht zu werden. Wir erwarten dich wie gewohnt im Nadin der Befehlsinhaber im Asharkia. Ruck.
Entschuldigt bitte meine Aussprache, aber ich kann so nicht sprechen. Also, beziehungsweise, ich kann diese Sprache nicht. Wie ist das jetzt irgendwas mit Nadine da oben? Genau, Nadine. Zeigt er mir das auf der Karte an oder zeigt er mir das nicht an? Er zeigt es mir an. Perfekt. Dann würde ich sagen, dass ich da jetzt gleich mal hinreise. Ich schaue erstmal, wo das überhaupt ist. Habe ich da überhaupt einen Schnellreisepunkt? Oh, hier, den habe ich auch noch nicht gemacht, sehe ich gerade. Hier. Wir haben sogar einen Schnellreisepunkt direkt in der Nähe und einige andere, die ich noch nicht synchronisiert habe, die ich mir mal markieren muss, damit ich die endlich mal privat wenigstens mache. Weil ich vergesse das immer wieder, bevor ich eine neue Aufnahme mache, die dann zu machen. Ja, ich werde jetzt mal zu dem Punkt, nicht zu dem Punkt hinreisen und sage dann mal, wir sehen den Rest in der nächsten Folge. Ciao. Ach nee, ich kann nicht reisen. Ich bin noch im falschen Gebiet drin. Okay, dann werde ich erstmal hier rausgehen und dann werde ich reisen. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.